Ladies and Gentlemen, an der Schule bin ich nur der Handyman. Immer auf der Suche nach nem Handyvan. Ich durch die Pause geh und du nicht draußen stehst, dann ist das Handy weg. Und wenn alles schon nach Hause geht, stehst du einsam vor dem Sekretariat. Und deine Eltern kommen von weitem angefahren. Mir macht das schon ein bisschen Spaß. Gib mir nur dein Handy, Handy, Handy. Rück es endlich raus, ich bin ne richtig harte Sacke. Gib mir nur dein Handy, Handy, Handy. Rück es endlich raus, ich bin ne richtig harte Sacke. Digga. Was war das denn? Denkst du, du bist der neue Ed Sheeran oder was? Du bist Rapper. Ja, aber ich singe auch mal ganz gerne und das, also manche mögen das auch, aber... Nein, Digga, du bist Rapper. Rap gefälligst. Ja, aber worüber denn? Ja, gibt's nix, du bist so ein harter Hund, harter Knochen. Was war denn mit dem Jahrgang hier? Ja, die waren schon immer recht gemein in Mathe. Ich irgendwie, wenn die nicht das gemacht haben, was ich gesagt habe, habe ich gesagt, mach Mathe jetzt. Und dann haben die immer gesagt, mach Mathe jetzt. Ja, mega gut. Ab geht da. Mach Mathe jetzt. Mach Mathe jetzt. Mathe jetzt. Ja, genau. Mach Mathe jetzt. Mach Mathe jetzt. Mathe jetzt. Ja, genau. Ja. Komm in die Klasse jetzt. Ja. Digga, ich mach auf Chef. Ja. Sie fragen, was ist jetzt? Setz dich hin, halt den Mund. Mach Mathe jetzt. Yeah. Schüler wollen lieber etwas anderes. Ja. Hätten sich viel lieber auf ne Bank gesetzt. Aha. Komm zu mir, ich kann euch nicht, ich hab Attest, nicht normal, mir egal. Mach Mathe jetzt. Ich bin so hart, Schüler wickeln sich in Wattepads. Ich bin so smart, weil ich euch beide auseinandersetz. Aber ich hab doch noch gar nichts gemacht bis jetzt. Guck mal, da ist das Problem. Mach Mathe jetzt. Und sie schauen so, als ob ich ne andere Sprache sprech. Dabei hattet ihr das alles schon in Klasse 6. Einer meiner Bros hat sich wieder mal im Schrank versteckt. Hol ihn raus, hol es auf. Mach Mathe jetzt. Bin der Zählinstructor. Jetzt wird abgespeckt. Wusstest du, dass ich mich nachher noch mit deiner Mama treffe? Elternsprechtag und die Schüler sagen: Ach du Schreck, was mach ich jetzt? Mach Mathe jetzt. Mir passt es jetzt. Mathe-Test, hol dein Mathe-Heft. Taschenrecht, das ist fresh und dein Schüler fragt entsetzt: Gab es 5? Nee, doch du hast ne glatte 6. Ich bin anders nett. Mach Mathe jetzt. Ich mach Feuer, die ganze Klasse wird in Brand gesetzt. Bis der Letzte sagt, endlich hab ich Pythagoras gecheckt. Rechne zum Quadrat, wer ist hier heute noch nicht angeeckt? Jetzt mal Tacheles. Mach Mathe jetzt. YouTube, Frankfurt, komm, stell deine Frage jetzt. Sie sind Lehrer und trotzdem ist das hier so ein krasser Track. Ja klar, ich bin ja auch der Party-Track-Architekt. Mathe-Chef, was machst du? Mach Mathe jetzt. Und wann machen wir Deutsch? Ja genau. Ach, war ja klar, jetzt kommt hier wieder die Rechtschreibpolizei. Kann man nicht einmal Mathe zu Ende machen, so einmal für mich? Ja, genau. Manche Schüler wollen es einfach nicht kapieren. Ja, genau. 5 hoch 4 ist nicht gleich 5 mal 4. Ja, genau. Und das 1000 sind, das kann passieren. Ja, genau. Tom Holland, Physiker, ich bin verwirrt. Ja, genau. Ein Schüler, der hat Ausreden für 4. Ja, genau. Sein Name ist zu lang zum Buchstabieren. Ja, genau. Wollen die Türen mit Tischen barrikadieren. Ja, genau. Und wer mich battlen will, der wird rasiert. Ja, genau. Ein Schüler steckt im Schrank, kommt nicht mehr raus. Ja, genau. Ein Schüler trinkt sein Tuschwasser aus. Ja, genau. Eine raucht mit dem Baby vor dem Bauch. Ja, genau. Und die Schüler sagen sehr oft, ja, genau. Ja, genau. Die AfD ist brauner als Kakao. Ja, genau. Mal wieder zweite Liga HSV. Ja, genau. Alle Leute schauen sie an und sagen, wow. Ja, genau. Denn ich habe hier die allerschönste Frau.